Bei nicht so schönem Wetter erreichen wir die Bahn. Es stehen sehr viele Reisebusse herum. Wie ich mitbekomme, stammen die Leute aus Polen, China und Korea. Der Zug steht kurz vor der Abfahrt. Der Zug kommt von der Lakeside Station zurück, wo man die Möglichkeit hatte, mit einem Dampfer eine Rundfahrt zu machen.
Leiner. In 18 Minuten sind wir an der Lakeside Station. Während der Fahrt lohnt es sich nicht zu filmen. Nachdem die Leute aus dem Schiff umgestiegen sind, geht die Fahrt zurück. In dem Lokschuppen stehen viele Fahrzeuge herum, an denen gerade auch gearbeitet wird. Nicht nur für die Kinder ist es interessant, die diversen Eulenvögel zu sehen. Der Besuch dieser Bahn hat sich gelohnt.